Hi. Ich habe mir bei Pollen habe ich mir Überraschungspaket und noch ein paar Kleinteile bestellt, da war gerade ein Schluck auf. Und da hatten sie dann die Digitalkamera, verschiedene Modelle B-Ware drin. Das sollen Versandrückläufer sein. Und da habe ich dann dieses Modell hier gekriegt. Jetzt mal ohne Scheiß. Versandrückläufer. Von wann ist dieses Modell, wann ist das bitte schön zurückgelaufen? Wollen die mich verarschen oder was? Das ist die Medion MD5319. Die wurde, glaube ich, so 2003, 2005 gebaut. Hat auch, ich weiß gar nicht, was für ein Auf, 1,3 Megapixel oder so. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding überhaupt anspringt oder ob das ein Versandrückläufer war, weil sie kaputt war, vielleicht. Das Schlimme ist, es ist halt kein Zubehör dabei und ich weiß noch nicht mal, ob ich. Sie geht sogar an. Das Display ist jetzt nicht gerade so geil. Aber was können wir denn hier machen? Okay. Ich weiß nicht, ob das Ding auch Fotos machen kann. Auf jeden Fall macht schon mal verschiedene. Oh, es macht ein Video. Beeindruckend. Ich werde das Video natürlich auch noch hochladen, wenn ich, was ich gerade noch sagen wollte, es soll wohl eine 3 in 1 Cam sein, es soll wohl eine Digitalkamera, eine Webcam und Pancam und ach, aber was ist denn das für ein Anschluss? Das habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Kann man es erkennen? Ich glaube nicht. Na, kann man es erkennen? Ich habe keine Ahnung, den Anschluss habe ich irgendwann mal auch gehabt, ein Kabel davon, aber jetzt habe ich glaube ich keins mehr. So, jetzt versuchen wir noch mal ein Foto zu machen. Was ist denn jetzt los? Nein, ich will nicht schon wieder ein Video machen. Okay, jetzt wird ein qualitativ hochwertiges Video gemacht. So, jetzt versuchen wir noch mal ein Foto zu machen. Verdammt! Also das Ding kann auf jeden Fall keine Fotos machen. Man kann Videos machen. So, Videomodus. Man kann es also gut erkennen. Muss da mal versuchen, irgendwie rein zu zoomen. Man kann es einfach nicht erkennen. Nein, ich will kein Video machen. Oh, jetzt fängt er schon wieder an, ein Video zu machen. Dann werde ich halt ein paar Videos hochladen. Ne, jetzt macht er wieder. So, jetzt müsste er ein Foto machen. Aber er macht keine Fotos. Wahrscheinlich wurde diese Kamera 2005 mal zurückgeschickt, weil sie keine Fotos gemacht hat. Sie hat auch nur 1, 2. Ich habe keine Ahnung, was das für Menüpunkte sind. Hier kann man auch nichts drücken. H, Low. Kann man auch vielleicht auch noch die Qualität einstellen? Oh mein Gott. High und Low? Die Ergebnisse werde ich auf jeden Fall entweder dahinter schneiden oder darunter verlinken. Auf jeden Fall muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen. Ah, jetzt habe ich schon wieder irgendwas gedrückt. Fühle ich mich ein bisschen verarscht, weil. Ah. Ja, er macht trotzdem nur komische Geräusche. Fühle ich mich ein bisschen verarscht, weil so eine Kamera, ja, ich weiß nicht, was man damit machen soll. Die ist ja so endzeitschlecht. Das war damals, die ist rausgekommen, da hatte ich meine Lehre fertig und die Handys waren in etwa noch, kann man sehen, so groß. Okay. Ich werde euch den Shop trotzdem verlinken. Der hat ganz coole Angebote eigentlich. Eigentlich. Aber lasst bloß die Finger von den Kundenrückläufern, von den Webcam-Kundenrückläufern, bitte. Oder Digitalkamera-Kundenrückläufern. Bis denn dann. Ciao.